Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es wieder nach dem, naja, etwas traurigen Video vom letzten Mal einen sehr schönen Run mit einem sehr, sehr angenehmen Zeitgenossen, mit dem ich wirklich sehr, sehr gern spiele, und zwar Tim aka Trazar. Den Link zu ihm lasse ich euch mal unter der Videobeschreibung. Schaut mal bei ihm vorbei, lasst etwas Liebe da. So, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Los geht's. Der Plan ist, wir gehen da jetzt raus, machen alle weg, die uns in den Weg kommen, schnappen uns beide Bounties und verpissen uns wieder. Oh. Ich würde dir gerne einen mit der Lanze verpassen. Warum? Wenn sich alle Beteiligten an dem Plan halten, wird es eine super Runde. Ja, ich könnte dir schon wieder einen mit der Lanze verpassen. Ich wette mit dir, das wird mindestens einmal die Runde vorkommen. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Doch. Immer. Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem gespielt, der eine Lanze dabei hatte, ohne dass ich eine davon abgeräumt gekriegt habe. Ja, ich bin Lanzenprofi. Du bist Lanzenprofi? Oh. In meinen Träumen. Man nennt dich auch Markus Lanze, hä? Nee, so Lancelot. Wo ist er? Denjenigen, der mich Markus Lanze nennen wollte, den habe ich ermordet. Er lanzt. Nee, den mag ich nicht, den Lanz. Das ist. Das, was ich jetzt mache, einfach weil es lustig ist, ich stelle jetzt eine Bärenfalle rein. Okay. Direkt in den Clou. Sieht man das? Es geht, oder? Ja, ja. Also ich sehe es nicht so. Man, ein ich bisschen siehst du es. Das. Das ist geil. Vielleicht passiert ja was Lustiges. Man kann nie wissen. Da ist ein Geldsack. Ja. Yep. Ein fetter Geldsack. Na, ich hab nur 5 Dollar rausgekriegt. So fett war er bei mir nicht. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ey, da liegt ja einer im Wasser. Ja, der legt dir einen Hinterhalt. Der springt gleich auf. Pass auf. Ja, manchmal gucke ich so Dinge an, die ich, obwohl ich ja schon 100 Mal lang gerannt bin, oder 1000 ja. Mal. Ja, da gebe ich dir aber absolut recht. Das finde ich so super an den Maps. Man entdeckt immer wieder was Neues. Mhm. Ach so. Ja. Schön, was denn? Ich sehe. Vergesse jedes Mal meine Giftspritze. Denk an deine Gegengiftspritze. Danke. Ich helfe, wo ich kann. Sehr gut. Ein vorbildlicher Pionier. Ja, das denke ich mir auch. In so schweren Zeiten muss man einfach zusammenarbeiten. Mhm. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Was habe ich eigentlich für eine komische Dynamitmischung dabei? Ich spreng hier mal ein Meathead weg. Hat leider nichts gedroppt. Und da brennt es jetzt. Wir müssen uns einen anderen Weg zum Klo suchen. Ich hatte noch einen kleinen Faustkampf. Och du regelst es schon. Ja. Axel Schulz. Du verstehst. Unparished. Brauchst du Hilfe? Nö. Gut. Den weiten Weg werde ich eh nicht mehr zurückbekommen. Warten Parish? Mhm. Was? So, wärst du ja auch nicht zurückgekommen. Was? Du wärst doch Parish, ja. Ah, jetzt hängt doch meine Maus schon wieder. Was ist denn das nur? Du machst wieder alles kaputt. Ich verstehe das nicht. Die arme Maus. Ich hole mir nie wieder für einen Reiser eine Maus. Das kannst du wissen, Alter. Das ist doch eine Montagsproduktion hier, was ich habe. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Razer-Maus. Ich auch nicht. Ich hatte mal eine Razer-Tastatur. Aber die fand ich halt auch nicht so geil. So, ich bin 10,58 Meter von euch weg. Ihr Viechter könnt hochfliegen. Vor uns wird geschossen. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob es hier auf dem Kopf... Ja? Ja.
Ich glaube, hier auf dem Compound hinterm Gebäude. Ach, was ist denn jetzt? Ha? Meine Steuerung hackt. Also nur die Maus jedenfalls. Ne, ist doch weiter weg. Sorry für die Panikmache. Hoffe ich zumindest. Ja, würde ich aber auch sagen. Ja, Schweinefarm, da ist der Boss. Dann gehen wir da mal hin. Sagen, wir stürmen da jetzt rein, du mit der Sprenglanze, ich mit meinem Bajonett und wir hauen die jetzt einfach um. Okay. Wenn die im Bosskampf sind und die nicht damit rätscheln, wäre das unheimlich lustig, wenn es wirklich klappt. Ja. Pass auf das Loch da oben auf. Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Aber lass uns noch ein bisschen Ausdauer, damit wir drinnen sprinten können. Soll ich hinten rein, von der anderen Seite? Kannst du machen. Oh, den Dreck nehmen wir noch mit. Widerstandskraft. Also ich bin an der Tür. Ich bin hier hinten im Tor, oder? So, 3, 2, 1. Go. Los. Bei mir ist direkt einer. Oh Gott, ich kann hier nicht rein. Hier ist überall... Ich habe meinen ersten gekillt. Schön. Bei mir ist alles voll mit Stacheldraht. Okay. So, ich komme dann jetzt auch mal rein. Hier liegt noch einer. Es war nur einer. Es war, hier liegen sagen. Zwei Tote. Ja, zwei. So, dann kommt schon immer den Boss. Genau, weg zu dir. So, ich mach mal zu. Auch Ausdauer. Boah, da werde ich mich definitiv mal an den Waffen vergreifen. Ja. So, auf die Schnelle. Was haben die für Pistolen? Ich habe eine Uppercut genommen. Hatte okay. Keine Ahnung, was... Ah, die Uppercut wäre aber für dich sinnvoller. Mit der Sprenglanze. Wir tauschen gleich nochmal. Ach, ja, ich habe die Offizier. Ist okay. Ja, aber mit der Sprenglanze hast du ja nichts auf Reichweite. Ja, das stimmt. Ja, ich gebe dir die Uppercut wieder. Wo ist denn der Trottel? Ich suche ihn auch gerade. Ey, der hängt da oben an der Decke. Wo? Achtung, ich habe einen verpasst. Hä? Das hat ihm gar nichts ausgemacht, Alter. Ja, der ist gegen den ganzen Sprengkram irgendwie immun oder so. Wo ist der denn? Hängt oben an der Decke. Noch? Ach, da oben. Hm? Sehr schön. Hast du ja Medikit gesehen? Wir verbannen eh gleich. Ach ja, stimmt. Ist er runtergefallen, so. Wie ein nasser Sack. Der hängt immer noch da oben, Alter. Der andere hat das verpackt. Ne, jetzt? Ja, das passiert manchmal, wenn der festpackt. Schritte? Habe ich, glaube ich, auch gehört. Hier die Richtung? Ja. Gut. Wo ist denn der Trottel? Ich weiß es nicht. Bin dort unten. Bei mir liegt er nicht. Ah, ist auch gut. Willst du die Uppercut haben? Nee, lass. Kannst behalten. Sicher? Ja, ja. Das sieht jetzt sowieso erstmal nicht nach Fernkampf aus. Hier sind... Nein, sorry. Ist schon weg. Was denn? Da war so ein Section mit Blutmarken. Ach so. Hier ist... Oh ne. Ich bin voll paranoid. Ich hasse Nacht. Habe ich noch was... Ja. Wegen der Assassin habe ich jetzt natürlich
eine Sticky Bomb dabei. Na, das kann ja keiner ahnen. Chili Fingers. Ich loote die mal noch nicht, wenn wir dann aufgehoben haben. Richtig. Kann man gucken. Ach, da wurde der eine bestimmt vom Assassinen gekillt. Ja, wahrscheinlich. Und der andere wollte ihn gerade aufheben. Ja. Und dann war's passiert. Ja. Das kann anderen ruhig auch mal passieren, nicht immer nur uns. So ein Unglück, aber auch für ihn. Ja, ist ja schade. Mhm. Das bricht mir das Herz. Ich werde mal Mund-zu-Mund-Beatmung versuchen. Du, tob dich aus. Nee, das sind alles Kerle. Und selbst wenn es eine Frau wäre, würde ich es mir dreimal überlegen bei den Gestalten hier in dem Spiel. So, was schätzt du, wie viele um uns rum sind? Wir haben ein Team wahrscheinlich gehört und es sind wahrscheinlich noch 20 andere. Was ist eigentlich schon den anderen Bounty-Leuten? Die kommen, glaube ich, auch zu uns. Die laufen sehr in unsere Richtung. Vielleicht können wir tatsächlich beide Bounties abgreifen. Ich hätte nichts dagegen. Ich auch nicht. Hast du das? Tut mir leid, ich konnte es nicht verkneifen. So. Oh wow. Oh wow. Da will man für ein bisschen Stimmung sorgen. Dieser Rüpel. Ja. Ich weiß nicht, warum meine Maus immer so hängt. Hier ist gar kein. Natürlich, die Maus ist schuld. Hier ist keiner. Wir haben wohl nur einen Zombie gehört. Naja, aber es hat sich komisch angehört. So, die Sache ist jetzt, wir könnten theoretisch einfach rausgehen. Oder wir warten auf die Bounty-Menschen. Wir könnten uns mit denen auch bei Arden Parish treffen. Ja. Wenn wir vor denen da sind, kriegen wir vielleicht die bessere Position. Mhm. Ich guck nochmal. Nur ein Vorschlag. Ja, das hört sich sehr gut an. Dann auf geht's. Sehr gut. Ach, ich mag ja Leute, die der Meinung sind, dass meine Ideen gut sind. Ja. Hammer, Ira. Es hätte ja auch meine Idee sein können. Ich bin eh nicht, ich meine, was soll's jetzt, ich bin 100. Außerdem laufe ich eh nie gerne raus. Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Weil wir haben ja noch nicht mal richtig gekämpft. Nee, gar nicht. Den einen Killer, den du gemacht hast. Mhm. Wie kann ich da vorbeigeschlagen haben? Ist es dann scheiß ernst? Oh, die Hunde bellen schon. Welche Hunde? Ich höre nichts. Bei Hündi, glaube ich. Ich Idiot, hab ganz vergessen, dass wir die Schattensicht haben. Ja, das ist kurz vor Arden Parish. Aber ich würde mir eine bessere Position suchen, weil ich ja... Oh, ich sehe es, ja. Die kommen hier rüber, ihr Rand. Ui, der Schuss ist direkt neben mir eingeschlagen. Waren die auf der Straße? Ja. Hast du irgendwo Heilung gesehen? Nee, noch nicht. Dann nehme ich mir die Kit, ist mir jetzt zu heiß. Oh, die sind hier? Moment. So. Wo ist denn hier? Hier drin, also die sind schon auf der anderen Seite des Hauses. Aber noch draußen? Den einen habe ich mit einer Sprenglanze verpasst. Ah! Oh, er hat mich mit einer Armbrust gekillt. Oh Mann. Normale Armbrust? Ja. Der hat seinen Partner bestimmt wieder aufgehoben. Ja. Hä, wieso war das kein Headshot, Alter? Das frage ich mich auch. Nope. Du liegst drin, nehme ich an. Ja, ja. Okay,
Okay, der hat jetzt auch geheilt. Oh. Er trifft aber auch, du. Ja. Hoi. Das klingt schnell. Sauber in den Kopf, ja. Oh. Irgendwie treffe ich heute nichts. Das ist sehr belastend. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ich nehme jetzt mal so ein richtiges Bullshit-Loadout mit. Okay, dann ich auch, weil dann mache ich jetzt Prestige. Damit läuft es nämlich immer am besten. Ja, mach das.